Die erste Single von Miguel Gaspar, gewidmet seiner Mama. Und das war Heintjes größter Hit, Unvergessen. Auch für diese Mama und ihren Miguel, der den Kinderstar von damals neu erfinden will. Heintje, aber in der 2022er Version. Ich habe alle Filme gesehen, die er gemeinsam mit Peter Alexander gespielt hat. Ich muss wirklich sagen, wirklich ein richtig, richtig toller Bub. Der 14-jährige Miguel lässt sich gerne von seiner Mutter modisch beraten. Elisabeth Gaspar hat lange nicht gewusst, dass ihr Sohn seine erste Single für sie singt. Ja, ich bin stolz drauf, dass er es halt auch erkennt, dass ich immer für ihn da bin und ihn auch wirklich unterstütze, wo ich nur kann. Ja, doch, ich bin stolz drauf, dass es für mich gewidmet ist. Die Familie hält eben zusammen. Auch die 7-jährige Schwester Diana ist nicht eifersüchtig auf den erfolgreichen Bruder. Im Gegenteil. Also mich freut's. Ich habe ihn sehr lieb. Und mehr kann ich nicht sagen. Das reicht ja auch. Jedenfalls ist Miguel dabei, die Schlagerwelt aus den Angeln zu heben. Aus dem Schwarzwald. In luftige Höhen soll es heute in Bad Wildbad gehen. Dabei hat der junge Schlagersänger ganz schön Höhenangst. Komisch, davon war nichts zu spüren bei seinen großen Auftritten, die er schon hatte. Vor allem an der Seite von Florian Silbereisen, seinem großen Vorbild. Miguel will auch singen und moderieren. Rhetorisch muss er sich nicht verstecken. Das hat Miguel auch kürzlich als Gast in der Talkshow Nachtcafé gezeigt. Gewinnen ist in diesem Fall einfach relativ, weil es einfach schon gewonnen ist, wenn man mit seinem großen Idol gemeinsam auf der Bühne stehen darf. Ja, also ich glaube, sprechen muss man können, wenn man Musik macht. Und das kann ich ja zum Glück. Also ich laber ja ohne Ende. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für das gesamte Business, dass man einfach viel reden kann. Und durchbeißen muss man sich, wie Miguel, der sich als einziger aus der Familie trotz Höhenangst ganz nach oben traut. Die Aussichten sind nicht schlecht für den 14-Jährigen. Die erste Single als Solokünstler hat er schon mal geschafft. Die erste Single ist die allerwichtigste überhaupt. Die bleibt einfach im Gedächtnis und die wird man nie wieder vergessen. Die wird auf jedem Konzert gespielt werden, egal ob morgen oder in 20 Jahren. Da kann einem schon mal schwindlig werden bei so vielen Glücksmomenten. Es läuft einfach bei dem jungen Mann, sogar in der Schule. Miguel Gaspar hat sich fest vorgenommen, weiter die Schlagerwelt zu erobern. Er ist auf dem besten Wege. Was auch geschieht, du, ich hab